Hey, ich schaue mich ja immer mal wieder um, was Parkour angeht in der Minecraft-Szene, was man da irgendwie Neues machen kann. Und ich habe da ein paar Server gefunden, die ich euch demnächst nach und nach mal zeigen werde, wo es ziemlich coole Sachen gibt, was Parkour angeht. Auch ziemlich schwierige Sachen, die ziemlich viel Skill erfordern. Ja, was Parkour angeht, verschiedene Spiele, verschiedene Parcours, die man selbst machen kann. Und zuallererst werde ich euch hier einen Speedrun zeigen auf dem Spincur-Server. Spincur ist der Server von einem Spieler, den ich in Deathrun kennengelernt habe. Spin Town heißt er. Er hat auch einen YouTube-Kanal, wo er ganz entspannte Videos macht. Und ja, kann man sich alles mal anschauen. Also einmal den Server und auch seinen YouTube-Kanal. Der Server ist an sich eine extrem interessante Sache. Es ist so, dass es dort einfach verschiedene Parcours gibt zu machen, aber diese Parcours, also das ist alles auf der 1.12 und da werden extrem viele Mechaniken benutzt, die in Minecraft möglich sind. Also man muss sich wirklich mit Minecraft auskennen. Wenn man diese Parcours machen will, muss ein paar Tricks kennen. Da sind auch verschiedene Puzzles eingebaut, also kann man auch ein bisschen, ja, kann man auch ein bisschen raten. Der Server wird in den USA gehostet, also in Amerika gehostet, weshalb man als Deutscher vielleicht nicht die beste Connection hat, aber trotzdem ist es an sich eine extrem coole Sache, dieser Server. Und ja, einfach rechtsklick auf die Schilder und da kommt man in die ganzen Maps rein. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Speedrun, den ich dort auf der gelben Map gemacht habe. Die gelbe ist, glaube ich, die einfachste Map von allen. Also die haben alle einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad. Also nicht verzweifeln, wenn ihr dort nicht weiterkommt. Das kann normal sein. Also ja, dann würde ich sagen, wäre es das mit dem ersten Video dieser kleinen Parcours-Serie. So, und dann bis denn. Ciao.
watching me.